5 Disziplinen, 3 Kandidaten und 1 goldige Güsselsack-Trophäe. Das ist die Ausgangslage unserer Wochenserie, einem goldigen Güsselsack. Heute geht es in unserem Recycling-Wettkampf um die Wurst, respektive um Food Waste. Darum müssen unsere Kandidaten ihre Essensreste möglichst gut wiederverwerten. Es ist angerichtet, das grosse Finale. Blasen wir nicht zu Angriff, gegen Nanodosen, Pellet und Plastik, gegen Ziggy schon mal Batterie und Papier, gegen Glasspitzer, wo es ein Plag ist. Aus Abfall Kunst machen. Das war die 4. Aufgabe von Linda Fay, Isabel Flachsmann und Remo Käser. Ein Punkt für die Linda und ein Punkt für den Remo. Herzlichen Glückwunsch. Isabel Flachsmann ging bisher leer aus und kann das nicht mehr aufholen. Doch sie nimmt es sportlich. Frischen Mutes, das ist okay. Also das macht mich jetzt irgendwie nicht fertig, dass ich jetzt da noch keinen Punkt habe. Das wäre natürlich schön, wenn man noch einen hätte am Schluss. Das letzte und finale Abfallthema: Food Waste. In der Schweiz werden jedes Jahr 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Pro Kopf sind das 330 Kilo. Lebensmittelverluste entstehen in der Landwirtschaft, in Produktion und Verarbeitung, Lagerung und Vertrieb, vor allem aber beim Konsum, also zu Hause und in der Gastronomie. Ein Gericht aus übrig gebliebenen Esswaren kreieren, das ist die finale Aufgabe im Kampf um den goldenen Güsselsack. Ich habe den Auftrag bekommen, 3 Essensreste zu organisieren. Zum einen habe ich hier eine Mozzarella, weil ich keine Pizza gemacht habe. Ich nehme mal die Wassermelone. Sehen Sie? Die sind schon zum Teil sehr weich, sehen auch nicht mehr ganz so schön aus. Zweitens habe ich Eier. Eine Gurke. Gurke, das ist doch immer gut. Ja, die ist auch schon recht weich. Oh, Feta, ja. Das sollte man ja spätestens heute auch essen. Und hier noch Kohlräbli. Ich bin nicht so der Gemüseesser, darum habe ich das auch noch im Kühlschrank. Mit diesen Lebensmittelresten treffen die 3 in Bern ein. Hoi. Herzlich willkommen zum grossen Finale. Heute machen wir den Sack zu. Wir küren die Gewinnerin oder den Gewinner vom goldenen Güsselsack. Und zwar im einzigen Food Waste Restaurant der Schweiz. Kommt mit. Gleich gilt es, aus den Resten ein neues Gericht zu kreieren. Und das beim Meister des Food Waste Kochens persönlich. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier im Reich von Mirko Buri. Er ist Food Waste Koch. Mirko, wie wird man das? Food Waste Koch wird man, wenn man nicht möchte, dass viele Lebensmittel vorgeschossen werden und einem die Ressourcen, die dahinter stecken, am Herzen liegen. Ich zeige euch schnell 3 Arbeitsplätze, die ihr könnt brauchen könnt. Das Wichtigste ist natürlich ein Messer. Das braucht jeder Koch. Etwas zum Rühren. Ein Gummischaber. Das ist der Gummischaber, das ist zum Rühren. He? Ja, es schmilzt. Ja, das schmilzt aber an. Dann haben wir die frischen Sachen. Da könnt ihr da zum Beispiel ein Rüebli nehmen. Und dann könnt ihr das schneiden, wenn ihr einen Salat macht, zum Beispiel über einen Salat. Und dann steht euch eigentlich nicht mehr im Weg. Genau, dann würde ich sagen, 30 Minuten ab jetzt. Ans Werk gehen die 3 mit ganz unterschiedlichem Selbstbewusstsein. Remo Käser und Linda Fay fühlen sich in der Küche in ihrem Element. Weil das so auch mein Metier ist, das ich extrem gerne habe, mit Kochen. Kochen ist eigentlich, ja, sag jetzt mal, auch ein kleines Hobby von mir. Schauspielerin Isabel Flachsmann steht lieber auf der Bühne im Rampenlicht als in der Küche. Ich glaube, die anderen haben das Rezept. Ich habe keinen Plan. Als ich erfahren habe, dass ich auch noch kochen muss, habe ich zuerst gedacht, oh nein, bitte nicht. Ein gefülltes Kohlrabi mit Ei schwebt Remo Käser vor. Isabel Flachsmann will Gurke, Melone und Feta zu einem Salat verarbeiten. Und Linda Fay plant einen Aprikosen-Avocado-Rindsfleischsalat. Damit könnte sie sich allerdings ein Ei, respektive eine Avocado, gelegt haben. Avocado ist vielleicht nicht das Allerbeste, um an einem Food Waste Koch zu präsentieren, weil das halt von sehr weit importiert kommt. Aber jetzt hatte ich halt noch eine. Und wenn sie schon den weiten Weg gemacht hat zu uns, dann habe ich gefunden, dass die jetzt auch gegessen werden, bevor sie verfault im Kühlschrank.
Auch der Food Waste Faktor, also dass möglichst alle Lebensmittel verwertet werden, fließt in die Jurierung mit ein. Deshalb landen so einige Aprikosen bei Linda Fäh statt im Teller im Mund. Ja, ich habe einfach ein paar mitgenommen, weil ich natürlich nicht gewusst habe, wie viel brauche ich denn. Und habe dann gemerkt beim Anrichten, oh, eigentlich würde ich irgendwie zwei lang und ich habe so vier geschnitten. Dann habe ich gefunden, ja, wieso nicht? Habe ich es gegessen. Und bald schon ist die halbe Stunde um. Ja, Endspurt. Bei dir wird es eine enge Kiste. Ich glaube, ich habe relativ langsam angefangen. Ich denke, ja, eine halbe Stunde, wenn ich selber koche, habe ich in der Regel nicht so viel lang, weil ich dann alles vorbereite, das Rezept schon ein bisschen kenne. Und hier war es wirklich etwas, wo ich drei Sachen mitgenommen habe, am Anfang noch nicht genau gewusst habe, was soll ich jetzt mit dem machen. Da haben wir relativ Gas gegeben, als wir durchmögen. In letzter Sekunde werden die Gerichte aber fertig. Jetzt wird kritisch degustiert. Vom Küchenchef und seinem Sous-Chef. Das ist wirklich cool. Mmh. Das ist super. Ich gehe so, wirklich. Schön gegangen. Ja, perfekt. Also auch farblich gut umgesetzt. Ja, es wird schwierig. So, R3, es gilt ernst. Wir kommen zur finalen Rangverkündigung. Die letzten zwei Punkte werden jetzt verteilt. Und die entscheiden nicht nur, wer Challenge Nummer 5 gewonnen hat, sondern auch, wer Siegerin oder Sieger vom goldenen Güsselsack wird. Mirko, darf ich dich bitten, die letzten Punkte zu teilen? Es war extrem schwierig zu bewerten. Fangen wir vielleicht bei dir schnell an. Was mir sehr gefallen hat, du hast alle Abfälle, die es gegeben hat, gerade verarbeitet. Also du hast das gerüstet und sogar noch die Schale von der Melone reingeschnitten, habe ich gesehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch das Gericht an und für sich sehr stimmig. Jetzt bei dir, Linda, hat mir vor allem die Arbeitsorganisation gefallen. Ich habe praktisch nichts gesehen, wo hast du rumgelegen hast. Du hast Rutzenputz, alles gebraucht. Oder das, was übrig war, gegessen. So wie ich gesehen habe. ein paar Aprikosen sind da noch verschwunden. Bei dir muss ich sagen, der Mut, ein Kohlräbli, ein Ei und Mozzarella mitzubringen, habe ich zuerst gedacht, das kommt nicht gut. Aber du hast bewiesen, dass Restenküche eben richtig kreative Sachen hervorbringen kann. Mein erster Punkt, den ich vergebe für das restenlose Kochen, das heisst, alles brauchen, was man mitgenommen hat, geht an dich, Linda. Danke, wow. Und zwar, weil nichts mehr ist übrig geblieben. Damit steht jetzt fest, dass Remo und Linda je drei Punkte haben. Es bleibt also spannend. Mit zwei Punkten, die ich vergeben darf, geht an ein Gericht, das richtig die Food Waste Küche, wie wir sie hier leben, verkörpert. Und das ist dein Gericht, Remo. Und damit steht fest, Remo hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt habe ich den goldenen Güsselsack gewonnen. Wir würden sagen Küdersack. Ich weiß nicht, ob wir ihn bei den Kränzen aufstellen, aber er wird sicher einen Ehrenplatz bei mir in der Wohnung erhalten. Den goldenen Güsselsack darf nur Remo Käser nach Hause nehmen. Doch alle gehen mit neuen Erfahrungen. Ich glaube, dort habe ich auf jeden Fall noch etwas, was ich mitnehmen aus dieser Sendung, dass ich eben vielleicht nicht nur immer nach Rezept koche, sondern noch ein bisschen mehr auch ein bisschen flexibler werde und einfach mal schaue, was ich im Kühlschrank habe. Ich habe jetzt zwar nicht den goldenen Güsselsack gewonnen, aber ich bringe heiß krumme Rüebli für meinen Sohn. Es ist sicher einiges Wissen dazu gekommen und das probiere ich jetzt sicher in Zukunft umzusetzen. So. Wir gratulieren Remo Käser zum goldenen Güsselsack. Wenn ihr Erfolg verpasst habt, im G&G Weekend am Sonntagabend gibt es unter anderem einen grossen Zusammenschnitt von unserer Wochenserie. Bis dann, jetzt wünsche ich euch ein frohes Wiederverwerten von euren Kühlschrankresten. Auf Wiedersehen miteinander.